Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag im Recording-Blog in meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik auch bald so gut klingt wie die Großen im Radio. Und nachdem wir uns letzte Woche Donnerstag mit dem Thema Audioquantisierung auseinandergesetzt haben, ist doch eine Frage immer wieder in den Kommentaren gestellt worden und die nach dem Quantisieren von Mehrspurinstrumenten, also von Instrumenten wie zum Beispiel einem Schlagzeug, das mit mehr als 2 oder 3 oder 5 oder 7 Mikrofonen aufgenommen wird. Es ist aber im Prinzip ganz einfach, deswegen wollen wir das heute auch im Quicktip mal abhandeln. Auch wenn dieses Video für einen Quicktip vielleicht ein bisschen länger werden könnte, aber ich hoffe, du verzeihst mir, dass wir hier ein kleines bisschen mehr ins Detail gehen sollen. Es soll ja schließlich auch gut werden. Das Prinzip ist aber übertragbar auf alle DAWs. Das heißt, das Prinzip des Bearbeitens mehrerer Spuren per Quantisierung ist auf allen DAWs gleich. Zum einen muss man Spuren, die man zusammen bearbeiten will, auch in einer Gruppe zusammenfassen. Die Funktion gibt es in Studio One, weiß ich auf jeden Fall. In Logic natürlich auch, das zeige ich dir gleich. Und in Cubase und in Pro Tools wird es das sicherlich auch geben. Dateien, die man also zusammen bearbeiten will oder Spuren, sollte man auch als Gruppe behandeln. Zum einen. Zum zweiten ist es wichtig, dass man, wenn man mehrere Spuren miteinander quantisieren möchte, dass man sich dann eine Quantisierungsreferenz sucht. Das heißt, eine Spur, die auch vorgibt, woran quantisiert wird. Das heißt, welche Teile aufs Raster gezogen werden, aufs Groove-Raster. Und beim Schlagzeug ist das relativ einfach. Für mich persönlich ist die Basis beim Schlagzeug die Bassdrum und die Snare. Dementsprechend sollen diese beiden Spuren dann auch die Quantisierungsreferenz sein. Gehen wir aber direkt in Medias Res und schauen uns das Ganze am Beispiel mal an. Ich habe diesen Groove, den ich hier eingespielt habe. Und wenn du meinen Kanal schon etwas länger verfolgst, wirst du wissen, dass ich nicht der weltbeste Drummer der Welt bin. Aber das ist fürs Quantisieren, für diesen Workshop auf jeden Fall perfekt. Denn da gibt es dann auch was zu quantisieren, im Gegensatz zu den hochprofessionellen Drummern, die so gut spielen, dass die mittlerweile, da braucht man gar nichts quantisieren. Da geht es dann mehr darum, dass man per Quantisieren schon fast das Leben aus der Musik rausquetschen würde. Bei einem Drummer wie mir ist es aber sehr hilfreich und damit kann man die Musik dann stabilisieren. Und wir hören mal kurz rein. Und wie du am Vergleich mit dem Metronom schon hören kannst, da sind nicht alle Schläge da, wo sie hingehören. So viel dazu, aber wie gesagt, gute Basis fürs Quantisieren, es lohnt sich also. Und das Prinzip habe ich ja gerade schon erklärt, quantisieren auf jeden Fall in Gruppen, alle Spuren zusammenfassen und dann die Quantisierungsreferenz festlegen. Und das machen wir jetzt auch mal hier. Bei Logic ist es relativ einfach, ich markiere einfach alle Spuren und das mache ich dann, kann man auch hier im Mischer machen, einfach alle Spuren, die in der Gruppe zusammengefasst werden sollte, hier markieren. Und dann gibt es hier einen kleinen, einen Reiter, der heißt Gruppe und wenn ich da einfach mal rein klicke, dann sieht man, dass man hier schon eine neue Gruppe auswählen kann. Da ist es. Und wenn ich da drauf klicke, dann kommt hier eine kleine 1 in dieses Gruppenlabel rein. Und wenn ich hier nochmal drauf klicke, kann ich die Gruppeneinstellungen öffnen. Das ist dieser kleine Dialog, der hier losgeht, dieses kleine Extrafenster. Und da gibt es zwei Parameter, die fürs Quantisieren von mehreren Spuren in einer Gruppe ganz wichtig sind. Erstens, wenn die Spuren bearbeitet werden, werden sie alle zusammen bearbeitet. Das heißt, die Bearbeitung muss aktiviert sein, dann werden alle Spuren gleichzeitig bearbeitet in dieser Gruppe. Zum Zweiten ist es wichtig, dass die Spuren aber auch phasenstabil miteinander verarbeitet werden. Also immer an denselben Stellen die Schnitte und Bearbeitungen stattfinden, damit es keine Phasenschweinereien oder kein Phasing oder so zwischen den Spuren geben kann, was speziell bei Beckenschlägen zum Beispiel ganz komisch klingen kann. Dementsprechend klicke ich dann hier noch gemeinsam quantisieren an. Wenn du eine ältere Version von Logic haben solltest, da kann es auch noch anders heißen, aber der Punkt unter Bearbeiten ist auf jeden Fall der wichtige. Den klicken wir jetzt auch noch an. Darunter den Automationsmodus mache ich aus. Lautstärke, Volume möchte ich nicht zusammen bearbeiten. Stummschalten auch nicht bearbeiten. Alle anderen Parameter bleiben erstmal aus, sind aber auch für heute nicht so wichtig. Es geht ja ums Quantisieren. Also in der Gruppe zusammenfassen und dafür sorgen, dass alle gleichzeitig bearbeitet werden. Jetzt können wir den Mixer schon ausmachen, den braucht man nämlich nicht mehr. Jetzt geht es darum, wie letzte Woche auch schon gezeigt, dass die Transienten erkannt werden in den einzelnen Spuren. Die müssen natürlich errechnet werden, deswegen muss man erstmal die Analyse anschalten. Bei Logic ist es ganz einfach, dafür gibt es den Flex-Modus, hier oben dieser kleine Button, den man mit Kommando F aktivieren kann und wenn ich da mal draufklicke, dann geht hier weiteres in den Spuren auf. Wie du hier sehen kannst, steht hier unter anderem die Methode, mit der bearbeitet wird. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Wichtig ist aber vor allem das Q, was hier auf der linken Seite ist. Wenn wir diese Gruppe zusammengefasst haben, dann kann man eine Q-Referenz zusammenfassen, kann man eine Q-Referenz angeben, nicht zusammenfassen, kann man sie angeben und Q steht für Quantisierung. Das ist die Quantisierungsreferenz. Das heißt, wenn diese Gruppe quantisiert wird, dann soll sich an dieser Spur orientiert werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen zwei Spuren nehmen, einmal die Bassdrum und einmal die Snare.
Und die aktiviere ich jetzt hier auch noch. Bei allen anderen Spuren ist die Q-Referenz nicht aktiviert. Dementsprechend, wenn wir quantisieren diese Spuren, dann wird nur quantisiert an den Transienten von der Snare und von der Bassdrum. Ganz wichtig, weil die anderen Spuren haben ja auch Transienten. Hi-Hats haben ganz viele Transienten. Wenn man Beckenschläge hat, Toms und so weiter und so fort. Und das kann diesen ganzen Quantisierungsalgorithmus sehr durcheinander bringen oder viel Handarbeit nachträglich erfordern. Also erstmal eine stabile Basis wählen. Bassdrum und Snare sollten völlig ausreichen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Ich schalte mal rüber kurz zu Studio One. Da geht das nämlich auch. Denn wenn ich hier mal reinzoome auf der linken Seite von Studio One, da gibt es, mal gucken, ob ich das hier einblenden kann. Genau hier. So, wenn wir den Zoom hier haben, ich habe nämlich auf dem linken Monitor ja auch Studio One gleichzeitig offen. Der nimmt nämlich meine Sprache auf. Da gibt es diesen Punkt hier. Oben in der Leiste, wo man die draufklicken kann und dann geht die für die Bandmarker, die wir letzte Woche im Video schon hatten, geht dieser Dialog los und auch hier kann man, wenn man eine Gruppe ausgewählt hat an dieser Stelle, rechts eine Referenz anwählen und da kann man also auch dafür sorgen, dass bei der Quantisierung von mehreren Spuren eine Referenzspur ausgewählt wird, an der sich die Quantisierung dann orientieren kann. Ganz einfach. Was auch cool ist, hier die Aktion, die dann stattfindet, die Bearbeitung steht hier auf Slice und Slice heißt auf Deutsch übersetzt nichts anderes als teilen. Das heißt, zwischen den Transienten wird geschnitten und dann werden einfach diese kleinen Blöcke verschoben bei der Bearbeitung, bei der Quantisierung auf das Raster geschoben. Und wenn dann hinten ein kleines Stückchen fehlen sollte, dann verlängert die Software das einfach hinten dran. Es findet also kein Time-Stretching statt, wo einfach der verschobene Teil einfach so lang gemacht wird, dass er wieder in die Lücke reinpasst oder so kurz gemacht wird und dadurch sich der Sound verändert, sondern es wird einfach dafür gesorgt, dass dieser Teil verschoben wird und dann wird hinten und vorne ein bisschen kleines dran gemacht und dann passt es wieder genau. Das ist das Coole. Slice heißt die Aktion bei Studio One und bei Logic gibt es natürlich auch eine Aktion, die heißt dann hier in dem Fall, klicken wir mal hier drauf, die heißt hier Teilen. Das ist im Prinzip Englisch die deutsche Übersetzung von Slice und dementsprechend wählen wir auch hier für unsere Spuren die Bearbeitungsmethode für Schlagzeug Teilen. Bei anderen Instrumenten kann das vielleicht eine andere Variante, kann da eine andere Variante sinnvoll sein. Bei Vocals zum Beispiel kann man auch mit Time Stretching arbeiten, aber bei Drums präferiere ich persönlich die Teilen- oder die Slicing-Methode. Wie du jetzt gesehen hast, durch das Klicken auf Teilen ist auch gleichzeitig das Flex bei mir aktiviert worden. Der hat dann in der Zwischenzeit ausgerechnet, wo die ganzen Transienten sind. Da ich das vor dem Video schon mal gemacht habe, ist das jetzt hier nicht so zeitaufwendig nochmal mit der Berechnung gewesen. Aber normalerweise geht jetzt noch ein kleiner Dialog los, wo der dann so einen kleinen Balken hat, der dann in jeder Spur einmal anzeigt, dass er da ausrechnet, wo die Transienten sind. Das Ergebnis ist aber dann, dass du hier alle Transienten schon mal sehen kannst. Wir zoomen mal ein kleines bisschen rein. Und da siehst du, dass hier Transienten an allen Stellen gewählt sind. Hier bei der Bassdrum zum Beispiel ist ein Transient. Dazwischen ist ein nicht existenter Transient, natürlich. Wo kommt der denn her? Ganz einfach, der kommt von der anderen Referenz, nicht von der Bassdrum, sondern wenn ich hier runtergehe, siehst du, dass hier der Snare-Schlag ist. Und so sind die ganzen Transienten von Bassdrum und Snare hier im ganzen Material schon eingesetzt worden. Und jetzt brauchen wir im Prinzip, nachdem wir ja Slice, also die Teilen-Methode schon eingebaut haben, brauchen wir jetzt nur noch das Quantisieren aktivieren. Machen wir das doch einfach mal. Hier im Inspektor auf der linken Seite von der Bassdrum-Spur zum Beispiel, auf der linken Seite kann ich hier bei der Quantisierung dann auswählen, wie quantisiert werden soll. Da wir einen ganz normalen Groove haben, nehmen wir einfach mal Achtel. So, ich wähle hier mal Achtel aus, zoome wieder raus und du kannst gucken, was dann passiert im Bild. Zack. So, und wie du siehst, hat sich jetzt das Bild ein bisschen verändert. Alle weißen Teile sind ein kleines bisschen verschoben worden und dadurch ist dafür gesorgt worden, dass hier der Groove jetzt quantisiert wurde, und zwar auf die Referenz von Bassdrum und Snare. Alle anderen Spuren wurden, weil sie ja in der Gruppe zusammengefasst sind, auch mit quantisiert. Und wir hören mal kurz rein. Klingt ordentlich, ne? Kann man nicht meckern. Wie du hier am Anfang gesehen hast, ist hier die erste Bassdrum anscheinend nicht ganz aufs Raster drauf gekommen. Hier, ne? Wenn das passieren sollte, also nach dem Quantisieren ist immer auch Handarbeit nochmal gefordert. Wenn du siehst, dass hier ein Transient nicht sauber gesetzt worden ist, der hier zum Beispiel, der ist irgendwie falsch erkannt worden, dann kannst du mit der Maus einfach drüber gehen, kannst da, du siehst schon, dass dieses Icon sich ein bisschen geändert hat, nämlich dieser Transientenmodus ist dann angegangen. Wenn du da doppelt draufklickst auf diesen einen, ist der weg. Und wenn du dann hier den Transient von der Bassdrum anklickst, klickst, wird er neu gesetzt und den schiebst du einfach hier aufs Raster drauf, zack, auf die Viertel. Mal kurz rauszoomen, ob ich genau drauf bin. Zack, so, jetzt bin ich, jetzt müsste ich drauf sein einigermaßen.
Jetzt genau treffen hier. So, damit habe ich den jetzt verschoben und ein bisschen Handarbeit kann ich dann bei fehlgeleiteten Transienten immer noch anwenden. Falls da also irgendwo mal eine Snare oder eine Bassdrum daneben rutscht, kannst du sie immer noch mal von Hand anfassen und noch mal draufziehen aufs Raster. Das ist dann nicht automatisch, sondern du kannst danach noch wirklich mit Handarbeit noch mal alles angleichen. Und damit sollten wir jetzt, ich mache mal jetzt einfach hier stumpf aus, den die Glock aus, na komm, Balken, geh weg da oben, zack. So, jetzt, ich mache das Metronom aus und wir hören noch mal kurz rein. Läuft stabil durch. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich mit der Slicing, also mit der Schneidemethode gearbeitet habe und nicht mit Time Stretching. Wir können uns ja mal kurz anhören, was passiert, wenn wir nicht auf Teilen gehen, sondern auf rhythmisch hier. Rhythmisch steht für Time Stretching, was für Schlagzeugspuren sein soll. Aber achte mal auf den Beckenschlag ganz am Anfang. Ich gehe mal hier auf rhythmisch, das Bild ändert sich ein kleines bisschen. Und jetzt hören wir mal ganz am Anfang den Beckenschlag. Achte mal drauf. Der scheint irgendwie so in der Ausklingphase ein bisschen zu phasen. Natürlich, weil bei den anderen Spuren irgendwo so ein kleines bisschen Time-Stretching stattgefunden hat. Ich spiele das nochmal ab, achte. Und das ist der Grund, weswegen man hier eben nicht mit Time-Stretching, mit dieser rhythmischen Methode arbeiten sollte, sondern indem man, dass man hier mit Teilen oder mit Slicing arbeitet. Da gehe ich wieder auf Teilen, stelle da wieder zurück und zack. Klingt der Beckenschlag sauber und ordentlich. Das ist jetzt am Beispiel eines sehr simplen Grooves sehr einfach gezeigt. Wir haben hier ganz normal Bassdrum und Snare jeweils auf den Vierteln. Das macht das Quantisieren sehr einfach. Hast du kompliziertere Grooves, die in Triolen arbeiten oder mit schwierigeren Snare-Settings und so weiter arbeiten, kann das eine ganze Menge Handarbeit nochmal nach sich ziehen. Deswegen ist diese Methode nicht uneingeschränkt zu empfehlen, sondern vielleicht ist es dann doch besser, mit einem besseren Drummer oder vielleicht sogar mit Loops oder mit einem Drum-Plugin zu arbeiten. Aber auch die Handarbeit kann sich im Zweifel dann lohnen. Es ist wichtig, dass man halt die Transienten im Zweifel bei den Referenzspuren nochmal von Hand setzt. Das geht relativ einfach in Studio One. Wenn ich hier nämlich auf eine Spur zum Beispiel doppelt draufklicke, dann geht hier unten der Editor los und wenn ich hier auf Datei klicke, kannst du sehen, dass hier dann, wenn ich die Ansicht hier mit diesem Klick auf Transientenbearbeitungsmodus schalte oder Hochstelltaste T drücke, dass dann hier die Transienten eingeblendet werden. Ne? Hier kann man zum einen die Transienten von selber von Hand einstellen, man kann aber auch hier über die Plus- und Minustaste zum Beispiel bei der Erkennung von schwierigeren Transienten die Sensitivität nochmal nachjustieren. Also Handarbeit ist auf jeden Fall möglich. Ich schlage vor, dass wir uns das ganze Thema nochmal in einem Live-Mix wirklich mal auf längere Zeit angucken. Das heißt so, was weiß ich, anderthalb, vielleicht sogar 2 Stunden lang am Stück wirklich intensiv für alle Leute, die sich dafür interessieren, können wir uns das nochmal anschauen. Falls du dich dafür interessierst, schreib am besten Quantisieren Live Mix. Ich sage ja immer, ihr sollt was unten reinschreiben, aber es ist auch ganz wichtig, damit ich das auch sehe, dass da wirklich Interesse dran ist. Quantisieren Live Mix einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann können wir da mal wirklich 1,5 Stunden, vielleicht sogar 2 Stunden in Medias Res gehen, mal ganz intensiv alles, was man im Quicktip oder am Donnerstag nicht machen kann und wirklich in Ruhe zusammen eure Fragen beantworten und gucken, wie man das ganze Setting dann tatsächlich miteinander bearbeiten kann und quantisieren kann. Für den simplen Groove reicht diese Bearbeitungsmethode jetzt völlig aus und dementsprechend haben wir es geschafft, heute ganz schnell und zügig, gerade noch im Rahmen eines Quick-Tipps, das Ganze zu synchronisieren und zu quantisieren vor allem. Wenn dir dieser Quick-Tipp gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht Abonnent dieses Kanals sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du da eben auf den Abo-Knopf draufklickst und am besten daneben nicht die Glocke vergessen. Dann kriegst du nämlich auch einen Hinweis, wenn das nächste Video online geht oder wenn ich mal wieder live mische. Wir sehen uns dann zum nächsten Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou! Ha ha ha.